So, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Monster Mod Germany. Und ja, Versicherung muss ich Montag machen, weil, genau, das neue Jahr steht an. So, denn es ist ja so, heute ist ja Valentinstag und morgen, also beziehungsweise morgen, haben wir noch ein allgemeines Treffen. Dort treffen sich halt die Quad-Kinder. Morgen gemütlich zum Lunch essen, quatschen, Spaß haben und so weiter. Und ja, und am Montag dann ist es soweit, dann wird es zur Versicherung gehen. Ja, komm. Und dann werden wir mal gucken. Denn, genau, neues Kennzeichen, neue Versicherung, also, beziehungsweise ein weiteres Jahr Versicherung steht an. Ich mache es halt immer so, ich hole es halt im Vorfeld. Also wie gesagt, morgen ist ja der, beziehungsweise heute ist der 14., morgen ist der 15. Das heißt, am Montag hole ich dann dementsprechend das neue Kennzeichen. Für die Leute, die es nämlich noch nicht gemacht haben, ich werde mir dann mal so einen Auszug holen. Damit ihr mal da draußen wisst, okay, wie teuer ist denn dann so etwas, was kostet mich im Prinzip diese Versicherung, und so weiter, dass ihr da draußen auch mal wisst, wie das Ganze vonstatten geht. Wie gesagt, was wichtig ist, genau EC-Karte zu haben, dass ihr da den Betrag von XY-Summe eingezahlt habt. Wenn das Video hier online kommt, wie gesagt, am Montag wird es nochmal ein Video dazu geben. Da werde ich dann nochmal zeigen, was aktuell das Versicherungskennzeichen kostet, damit ihr wisst, aha, dann ist es so, zahlt ihr diesen Betrag XY ein bei euch auf eurer EC-Karte, denn mittlerweile, was ich ein bisschen blöd finde, dass alles nur noch auf EC-Kartenbasis läuft, anstatt dass man jetzt hergeht, Portemonnaie aufmacht, Bargeld hinlegt und zack, hat man sein Kennzeichen. Wie gesagt, die Zeiten haben sich geändert. Ist halt aber nun mal so, ja. Deswegen wird es dazu am Montag nochmal ein Video geben. Wie gesagt, genau, du bist so krankhaft. Ich weiß nicht, wie bekloppt kann man eigentlich sein, in der 30er-Zone noch zu überholen? Und stell mal vor, ein Kind rennt über die Straße, Mann. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall wird es dazu auch, wie gesagt, noch ein Video geben. Damit die Fahranfänger, die es aktuell gerade angefangen haben oder beziehungsweise daran sind, sich ein Fahrzeug zu holen oder haben sich ein Fahrzeug geholt und wollen das dann dementsprechend versichern lassen, damit sie wissen, aha, für 2020 kostet mich eine schlichte Haftpflichtversicherung als Beispiel so und so viel. Das ist dann halt nun mal so. Dass man dann weiß, okay, das kostet das dementsprechend. Ja, dass man da auf der sicheren Seite ist und weiß, okay, das kostet mich jetzt 54 Euro und so. Und das sind halt so die Sachen. Und dass ihr da draußen dann auch Bescheid wisst, was euch genau so etwas kostet. Ich habe mich ja im Vorfeld informiert, also dieses Jahr sind es 54 Euro. Also wie gesagt, ich werde euch dazu aber nochmal genauere Daten geben, damit ihr Bescheid wisst, okay, so und so viel kostet das Ganze, ne, dass ihr da dementsprechend Bescheid wisst, dann wisst ihr den aktuellen Preis, ne, ist für euch einfacher, wenn ihr es wisst. Versicherungen geben ja ungern solche Preise ja so mal raus, außer online natürlich, aber es sind meistens nur Schätzwerte. Ich kann euch nur von der Versicherung dann berichten, bei der ich bin. Wie gesagt, ihr dürft dann gerne eure Erfahrungen unten mit eurer Versicherung mal unten reinschreiben, würde mich auch interessieren. Vielleicht gibt es ja Unterschiede bei den Versicherungen. Das kann ja sein, dass es bei anderen Versicherungen günstiger ist. Wie gesagt, ich mache das lieber, ich habe eine Versicherung vor Ort, bei der ich hingehen kann, wo ich dann auch einen Ansprechpartner habe oder Ansprechpartnerin. Wie gesagt, ist für mich persönlich weitaus besser, wenn ich einen Ansprechpartner habe, wo ich dann sagen kann, okay, ich gehe direkt vor Ort ins Geschäft, ich habe Fragen zu der Versicherung, pipapo, und kann direkt vor Ort reingehen, finde ich weitaus besser. Wenn euch meine Videos gefallen und mein Content gefällt, dürft ihr gerne dieses Video hier
liken und kommentieren. Wie gesagt, wenn euch mein Content gefällt, dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Da ich ja einen außergewöhnlichen Content habe, was das Vloggen angeht, würde ich sagen, wenn es euch gefällt, liken, kommentieren. Folgt mir auf Twitch, Instagram, Facebook und Co. In dem Sinne, Monster Germany ist raus für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.